Hallo und willkommen zurück zu Jade Empire. In der letzten Folge haben wir hier den Jade-Geistkörper getötet, maybe? Also so wie das Ganze aussieht, ist in das Design des Drachens mehr reingeflossen in viele andere Stellen, als an viele andere Stellen in dem Spiel. Und wir sehen ihn jetzt bloß hier an der Stelle, also ob das schon Knut war. Aber es ist halt eindrucksvoll, ne? Okay, da. Oh, irgendwo war hier ein Grabstein. Ah, hier. Aha. Schillerndes Juwel der Macht. Fünf Geist. Körper, Geist, Seele. Ah, der ist besser. Den könnten wir, glaube ich, rausmachen. Ja, die machen wir raus. Und dann machen wir... What? So. Okay, gut. So, Shave. Und dann wollen wir mal los. Oder ist hier noch irgendwie was? Nee, sieht nicht so aus. Okay, den wollen wir uns mal zum Endfight aufmachen. Diesen Anblick werde ich niemals vergessen. Selbst wenn ich so alt wie das Reich selbst werden würde. Ich werde diesen Anblick bis ans Ende meiner Tage in Erinnerung behalten. Das Schicksal eines solchen Wesens beeinflussen zu dürfen, war eine große Ehre für mich. Das war überwältigend. Meine Augen sind für einen solchen Anblick nicht geschaffen. Das ist korrekt. Seid still, wir sind noch nicht fertig. Ja, euer Meister. Er hat das alles hier erst möglich gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob ich euch im Kampf gegen ihn eine große Hilfe sein werde. Wir müssen es versuchen. Eher gehe ich hier nicht fort. Wenn du überhaupt Wir werden es versuchen. Etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig. Feuer frei! Es gibt noch andere hier, die vielleicht ihre Meinung in dieser Angelegenheit kundtun möchten. Wir sind alle in Gefahr, solange das so weitergeht. Haltet sie fest. Morgenstern kommt mit. Wir kümmern uns um Lee. Ich werde es versuchen, aber ich muss kämpfen. Hä? Oh! Schon wieder hier. Mensch. Quicksave. wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Leben reinstecken sollen. Oh, hello. Ah, das seid ihr ja. Ich wusste, ihr würdet kommen, und ich bin inzwischen ein Meister in der Kunst des Wartens. Ihr unterscheidet euch von der Schülerin, die ich einst ausgebildet habe. Ich nehme an, der Tod hat euch verändert. Wahrscheinlich. Ich entschuldige mich für diese Demütigung, aber es musste sein. Eigentlich sollte das euer Ende sein, aber ihr habt mich erneut überrascht. Ich hätte euer Volk studieren sollen, bevor wir es ausgelöscht haben. Trotzdem habe ich mein Bestes getan. Ich habe euch stark genug gemacht, eurer Bestimmung zu folgen, nur mit einer Schwäche, die ich ausnutzen konnte. Ich glaubte, ich hätte an alles gedacht, aber ihr habt mich überrascht.
Ah, noch ein Versuch, mich zurückzuführen. Meine Familie war nur ein weiteres Werkzeug. Wenn sie mir mehr als das bedeutet hätte, wäre ich bei ihr gewesen, als sie starb. Das ist ganz schön kalt. Wozu sind die Erben eines Gottes gut? Ich werde das Reich auf einen Pfad nie endender Stabilität und ewigen Ruhmes führen. Ich bin über derlei Dinge erhaben. Ich werde den Schaden beheben, der durch seine Unwissenheit entstand. Ich sorge dafür, dass die Toten Ruhe geben und das Wasser weiter fließt. In meinem Reich wird Ordnung herrschen, Gehorsam. Und weder Geister noch Götter werden es belästigen. Und ihr seid das Einzige, was zwischen mir und dem neuen Frieden steht. Mein Bruder rief seine Lakaien herbei, um euch zu bezwingen. Ich forme eure Gegner lieber aus dem Stein. Pass mal auf, Morgenstern. Ich muss hier mal kurz durch. So übel. Mensch, der Jadegulam ist doch ganz schön übel. Quickshave! Ich hätte den mal... Hätte ich das vorher gewusst, dass sowas Übles kommt, hätte ich den... falsche Seite. Hätte ich den mal ausgeskillt. Kriegen wir noch ein Level hin? Nee, schade. Es ist beinahe vorüber. Ich glaube, für uns gibt es sonst keine Gegner mehr im Reich. Sun Li wartet im Thron. Recht beachtlich. Euer Stern leuchtet hell, aber er ist in einer sterblichen Hülle gefangen. Vielleicht zeigt euch eine direktere Anwendung meiner Macht, womit ihr es zu tun habt. Nein, morgen. Und wie eingeschränkt ihr wirklich seid. Das bin ich. Ja, das amüsiert mich. Schlimmer als wirklich zu sterben, den nahenden Tod nicht aufhalten zu können. Physische Barrieren sind schwächer als diejenigen, die wir in unserem eigenen Geist aufbauen. Meine Macht hat euch in Zweifel gehüllt, hält euch gefangen unter der Fülle eurer Last. Ihr und eure Gefährten seid nur Spielzeug. Die anderen sind gefesselt, genau wie ihr. Ihr seid alle zu schwach, um gegen mich zu bestehen. Kukawuk takti yir wa panir nisa ir pan. Was ist hier eigentlich los? Verflucht nochmal! Ja, recht so. Kupfistir, Sun Puno Suku, ihr Seer Sisitsu Tawir Ok. Very well.
Next. Amüsant, aber aussichtslos. Ich habe meine Klauen tief in euch gesenkt. Noch mehr Narren, die euch zu Hilfe kommen. Aber das wird euch nichts nützen. Das Gewicht meiner Macht wird euch schon bald zerquetschen. Ich bin bei euch. Wir sind doch nicht so weit gekommen, um jetzt zu scheitern. Die Arme. Wir dürfen das nicht zulassen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich stehe euch bei. Wir geben uns noch nicht geschlagen. Eure Bemühungen sind bedeutungslos. Glaubt ihr, ihr könnt euch ganz allein gegen meinen Einfluss wehren? Euch hält ein Gott gefangen. Nichts im Reich der Sterblichen kann euch helfen. Gar nichts. Oh, zu. Ich bin euch gefolgt, im Verborgenen. Ich habe versucht, mich ganz auf euch zu konzentrieren. Ich gebe euch alles, was ich bin, alles, was ich war. Erneuert, was verdorben wurde. Very well. Smirk. Smirky Smirk. Okay. Wieder eine Fehleinschätzung von mir. Die rohe Energie. Ihr seid viel zu resistent dagegen. Die Loyalität, die man euch entgegenbringt, ist lästig. Aber ich respektiere sie. Ihr seid ein wahrer Geistermönch geworden. Wären dies andere Zeiten, ich wäre stolz auf euch. Es genügt mir nicht, anderen dabei zu helfen, dass sie mich übertreffen. Ich hatte es rasch satt, meinen Bruder zu erhöhen, und ich werde nicht lernen, euch zu dienen. Ich sehe jetzt, dass die Macht des Wasserdrachen der Preis ist, nicht das Mittel zum Sieg. Ganz gleich, was ich aufbiete, solange ihr lebt, werdet ihr euch widersetzen. Das ist eure Rolle. Indeed. Es sind die himmlischen Ämter, die das Gleichgewicht wiederherstellen wollen. Wir müssen den Kampf zurück auf den Boden der Erde bringen. Es sei denn, ihr seid für vernünftige Argumente zugänglich. Es wird keine Abmachung geben. Beenden wir die Sache. Meister, keine großen Energiewellen. Keine Dämonen von den Wänden. Können gegen Können. Meister gegen Schülerin, wie ihr gesagt habt. Natürlich. Ich schätze, ihr habt den Fehler in eurem Stil korrigiert. Das macht nichts. Außer den Grundlagen habe ich euch auch Fokus gelehrt. Messt euch mit mir. Very well. Nein, den falschen! Bam, bam! Bam, bam! Ihr überrascht mich erneut. Na? Ich bin ein besserer Lehrer.
als ich dachte. Hä? Fällt Glückwunsch! Der Jademeister-Modus wurde freigeschaltet. Beim Starten einer neuen Kampagne steht jetzt das Meister-Button zur Verfügung. Morgenstern. Nach dem Sieg über Sun Li stand das Jadereich an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Und auch für Morgenstern begann ein neues Leben. Obwohl der Verlust ihres Meisters und die Enttäuschung über seine wahre Natur schmerzten, schien ihr das Reich doch voller ungeahnter Möglichkeiten. Jetzt, da die natürliche Ordnung der Dinge hergestellt war. Sie hatte mit ansehen müssen, wie sich das Herz des Reiches in schreckliche Qualen wand. Und so verfolgte sie ihre Schritte zurück, um ihre Erinnerung an Tod und Zerstörung durch die Bilder des Friedens in der Erneuerung zu ersetzen. Schon bald fand sie sich in den Ruinen ihrer Heimat zwei Ströme wieder. In die Trauer über diesen Anblick mischte sich Hoffnung, denn der Fluss war immer noch reich an Fischen und das Land fruchtbar. Sie wusste, es würden neue Siedler kommen. Sie kümmerte sich um ihren Garten und pflanzte neue Blumen, eine für jeden ihrer gefallenen Freunde. Dann machte sie sich erneut auf, das Jadereich zu erkunden. Seidenfuchs. Obwohl der Ruf des Kaiserhauses unter den Taten ihres Vaters und ihres Onkels gelitten hatte, war Prinzessin Sun Lians Ansehen beim Volk so gewachsen, dass sie ihren Anspruch auf den Thron mit Leichtigkeit durchsetzen konnte. Ihre Beliebtheit verdankt sie nicht zuletzt ihrer Geistesgegenwart dafür zu sorgen, dass sich Shishi stets in ihrer Nähe befand und jeder erfuhr, welche wichtige Rolle sie, die Prinzessin, bei der Rettung des Reichs gespielt hatte. Und so führte Sun Lian das Jadereich in ein neues goldenes Zeitalter, von dem alle hoffen, dass es ewig werden würde. Nichts ist ewig. Ach du Scheiße, weiter Himmel. Drastische Verschiebungen im Machtgefüge erzeugen immer politische und wirtschaftliche Turbulenzen. In den Jahren nach der Niederlage von Kaiser Sun Li blieb es jedoch erstaunlich ruhig. Die Nahrungsmittel erreichten die Bedürftigen und die kaiserliche Kontrolle über Gebiete, die der beinahe Gesetzlosigkeit überlassen waren, wurden schnell wiederhergestellt. Augenzeugen zufolge war dieser problemlose Übergang vor allem einer Gruppe zu verdanken, die als die Gilde bekannt ist. Die mit einer geheimnisvollen kaiserlichen Duldung operierenden Agenten der Gilde stellten sicher, dass Versorgungsgüter die wirklich Bedürftigen schnellstmöglich erreichten und halfen der kaiserlichen Armee dabei, die Lager der Banditenführer und anderer Personen ausfindig zu machen, welche die kaiserlichen Autorität
welche die kaiserliche Autorität gefährdeten. Mit der Sicherung des Friedens verschwand die Gilde allmählich aus dem öffentlichen Leben. Die Geschichten aber hielten sich. In den meisten Geschichten werden die Leistungen dieser Organisation vor allem ihrem schneidigen neuen Anführer zugeschrieben. Weiter Himmel. Ach so. Sein ständiges Lächeln, seine unendliche Energie und seine Freundlichkeit machten ihn im gemeinen Volk schnell zu einer Legende. Hu, ho, 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 der Pantoffelheld. Nachdem Haus Gattin es endlich geschafft hatte, ihren Pantoffelhelden aufzuspielen, brachte sie ihn zurück nach Hause, wo er sein ruhiges Leben als Brötchenmeister wieder aufnahm. Ein paar Jahre später wurde er zum ersten Mal Vater. Dass ein Mann in seinem Alter Siebenlinge zeugt, soll zwar schon vorgekommen sein, aber dass es lauter Mädchen waren, mutet schon recht seltsam an. Kurz darauf wurde Ho nach dem versehentlichen Genuss eines Brötchens, das eigentlich seiner Frau zugedacht hatte, sterbenskrank. Oh. Während er dann niederrank, lud seine Gattin ihre gesamte Sippschaft in sein Haus ein. Ho erholte sich schneller als erwartet, aber die Geschichte mit dem vergifteten Brötchen beendete seine Laufbahn als Brötchenmeister ein für alle Mal. Also verdiente sich Ho als Bote für Lieferungen im gesamten Kaiserreich. Von seinem ersten Auftrag an ist er bis heute nicht zurückgekehrt. Aha. Welche Überraschung. Wildblume. Der Wille des Himmels war geschehen. Das Herz des Wasserdrachens war gerettet. Ihre Seele wiedergeboren worden. Im Himmel war wieder Balance angekehrt und der Fortbestand des Jaderreichs war gesichert. Chaika, der Hüter des Himmelstors, hatte seine Pflicht erfüllt und war in den Himmel zurückgekehrt. Zum Dank für ihre treuen Dienste erhielt das Mädchen Wildblume, das Chaika von den Toten erweckt hatte, um ihn als Anker zu dienen. Achso, sie war tot? Das wusste ich gar nicht. Das kostbarste aller Geschenke, das Leben. Der Himmel schenkte ihr ein neues Leben, das sie gestalten durfte, wie sie es wünschte. Kang. Nach dem Sieg über Sun Li erfreute sich Kang, der Verrückte, wegen seiner maschinengroßer Beliebtheit. Sein Ruhm währte jedoch nicht lange. Und als wieder Frieden einkehrte im Reich, wähnte man, dass Allgemeinwohl durch seine Erfindung schon bald wieder in allerhöchster Gefahr. Seine Flieger wurden immer schneller und widerstandsfähiger, was teilweise sicher dem Umstand zuzuschreiben war, dass ihnen wütende Menschenmengen immer größere Steine hinterher schleuderten. Zum letzten Mal wurde Kang gesichtet, als er einen erschreckend dilatantischen zusammengezimmerten Apparat bestieg, den er den himmlischen Raketenstuhl nannte. Damit entkam er zwar seinen Verfolgern, hinterließ aber einen Krater, dessen Tiefe und Umfang die Vermutung nahelegen, seine Flucht könnte endgültiger sein, als er geplant hatte. Allerdings fand ich Shishi, seit er an jedem Jahrestag des großen Sieges eine fantastische neue Maschine vor der Haustür, die scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht war. Schwarzer Wirbelwind. Der schwarze Wirbelwind betätigt sich eine Weile als Dämonenjäger im Auftrag der himmlischen Ämter. Nachdem der Amtsschimmel ihn einmal zu... Was? Der Amtsschimmel? Echt? ihn einmal zu oft in den Hintern getreten hatte, schmiss er die Sache allerdings hin und machte sich auf in den geheimnisvollen Osten. In der Folgezeit überschwemmte eine Flut von Fremdländern das Reich, die oft einen erstaunlichen Mangel an Extremitäten oder anderen Körperteilen aufwiesen. Ein paar Jahre später tauchte Wirbelwind wieder im Reich auf, aber dieses Mal kam er aus dem Westen. Wie er das gemacht hat, konnte er nicht erklären. Er war der Einzige, den es nicht weiter wunderte, dass er genau da ankam, wo er abgereist war. Er fluchte fürchterlich über Leute, die unfähig seien, eine anständige Schale Wein auf den Tisch zu bringen, und schwor, das Reich nie wieder zu verlassen. Eine Woche später wurde es ihm jedoch langweilig und er verschwand in Richtung Norden. Ah.
Jo. Gut, dass wir überhaupt nichts erfahren haben, was mit uns passiert ist. Ja. Knut. Oh, wir haben nicht alles freigeschaltet. Das ist ja interessant. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ja, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Serie. Bye!